Star Rock and Pop. Hier ist die Annette Radig Show. Menschenmanette, heute in meiner Sendung zu Gast Arminiana Cortes, freie Rednerin und Sängerin für Hochzeiten aus Weihe. Guten Morgen, Arminiana, grüße dich. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette. Hast du die Erfahrung gemacht, dass immer noch viel geheiratet wird, auch wenn sich so viel geschieden wird? Ja, das habe ich. Ich singe schon seit ungefähr 20 Jahren für Hochzeitspaare und habe festgestellt, seit 2012 hat sich eine ganze Menge verändert, auch gerade bei den Männern. Inwiefern? Es ist halt so, dass sie anfangen, nicht mehr wegen Prestige zu heiraten, sondern wirklich um der Gefühle willen. Und nicht mehr, dass sie halt dieses ganze Bomborium haben wollen, sondern es wird einfacher. Und dafür ist halt diese Verbindung mit der Zeremonie viel wichtiger als die ganz große Feierlichkeit und das ganze Geld, was dann dafür kommen muss. Wer hat die besten Geschenke fürs Brautpaar und so? Das wird nicht mehr so wichtig, es verändert sich. Also es geht wirklich um die Liebe und nicht um die Außendarstellung der sogenannten Liebe in einer Riesenfeier für alle möglichen Menschen. Ja, ganz genau. Ja. Wir sprechen gleich weiter. Ja, ich freue mich. Radio 21. Bester Rock'n'Pop. Hier ist die Annette Radig Show auf Radio 21. Menschen bei Annette. Arminiana Cortes ist heute hier bei mir zu Gast, freie Rednerin und Sängerin für Hochzeiten aus Weihe. Du hast gerade gesagt, es wird sich viel geschieden, aber es wird sich eben auch viel wieder verheiratet. Und die Männer sind da ganz neu und anders unterwegs. Was ich halt feststelle ist, früher war es so, viele sind aufgeregt bei der Hochzeit und klappt das alles und wie funktioniert das und das ist riesengroß und Spektakel. Und wenn ich halt als freie Rednerin für Hochzeitspaare gearbeitet habe, dann kann ich auch mit ihnen im Vorfeld reden und ihnen dann fragen, was ihnen wichtig ist und stelle immer wieder fest, es geht tatsächlich darum, dieses Band zwischen den beiden Liebenden zu stärken und das symbolisch in einer Zeremonie darzustellen, anstatt diese riesengroße Feier. Ja, seit ungefähr 2-3 Jahren merke ich, es wird immer einfacher für die Paare, wirklich sich in die Augen zu schauen, diesen Moment zu erleben, sich gegenseitig Ja zu sagen und das fließen zu lassen. Diese Liebe, die verändert alles. Wenn mir halt jetzt Leute gegenüberstehen und sie erzählen mir, weshalb sie heiraten wollen, dann merke ich sehr schnell auch in den Gesprächen, was die Beweggründe sind. Ne? Klar, wenn Mama ein Kind kommt und so, aber diese verliebten Blicke, dieses freie, offene, ich darf meine Liebe zeigen, hat sich verändert. Und ich denke, das hat auch etwas mit der Gesellschaft zu tun. Wir sind seit einigen Jahren tatsächlich freiliebiger geworden. Es ist natürlich auch mit den gleichgeschlechtlichen Paaren so, dass das jetzt öffentlicher gemacht werden kann. Viele haben sich geoutet, weil dadurch auch viele sich getraut haben, dann auch aus erster Ehe rauszugehen und zu sagen, ich möchte jetzt wirklich den Partner finden, der so tickt wie ich, der mich so sein lässt, wie ich bin, damit ich ein Leben in Harmonie und Freiheit und Liebe geben kann und nicht wegen Zwängen und wirklich, dass ich innen drinne mit meiner Seele wahrgenommen werde. Also du meinst, viele haben, weiß ich nicht, vor ein paar Jahren geheiratet, eben das normale Standardprogramm, Kinder, diesen Background zu schaffen und jetzt nach ein paar Jahren ist diese Liebe gestorben und man lernt dann jemanden kennen und man denkt, wow, der sieht mich ja ganz anders, so wie ich bin. Genau. Über die wahre Liebe, die Hochzeiten von heute. Wir sprechen gleich weiter. Ja, danke schön. Ich bin heute bei mir zu Gast Arminiana Cortes, freie Rednerin und Sängerin für Hochzeiten aus Weihe. Menschenmanette, in meiner Sendung heute Arminiana Cortes, freie Rednerin und Sängerin für Hochzeiten aus Weihe. Gerade Männer wollen solche freien Zeremonien gerne. Was wollen die denn da drin haben, wenn du die Reden hältst? Die wollen meistens da drin haben, dass die Frau sie bekommt, wie er ist. Praktisch dieser Satz, das, was du siehst, bekommst du. Ich mache mich hier blank, so offen, wie ich hier stehe, praktisch ohne alles. So trete ich vor dich und sage, nimm mich. Mit allen Fehlern und Macken und aller Liebe, die da ist. Und es ist halt ganz wichtig immer, dass die Männer dann sagen, meine Liebe ist echt. Und ist es so, dass Männer auch gerne so ein Eheversprechen, so ein Gelöbnis noch halten wollen? Ja, das ist auch sehr oft der Fall. Und das ist meistens so, dass ich das dann auch dann nur mit den Männern alleine formuliere, sodass die Braut das gar nicht weiß. Er dann sich ganz frei entfalten kann. Auch das, was ihm am wichtigsten ist, welcher Moment für ihn gezählt hat. Und dann laufen dann die Tränchen, ne, bei ihr. Ja, gleich sprechen wir weiter. Hier ist die Annette Radig Show auf Radio 21. Menschen bei Annette.
Arminiana Cortes, freie Rednerin und Sängerin für Hochzeiten aus Weihe, ist heute in meiner Sendung zu Gast. Du hast eben gerade gesagt, die Männer wollen vor allen Dingen in den Zeremonien diesen Satz, nämlich so wie ich bin, also ganz in echt. Es gibt immer mehr Singles, wird sich immer mehr getrennt, die Sehnsucht nach dem richtigen Partner. Was sagst du manchen, die den niemals finden? Ich habe eine Freundin, die meint, sie ist für sich alleine. Also sie hat vor einiger Zeit gedacht, sie hätte ihre Partnerin gefunden und hat festgestellt, dass ihre Partnerin nicht echt ist. Und sie ist in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen. Und dann habe ich gesagt, Süße, hilf dir selber hoch, denn du hast dich. Und wenn du dich selber annimmst und du dich selber liebst und du selber deinen Weg gehst, dann kann, wenn es soweit sein soll, auch deine zweite Hälfte, ich nenne das jetzt mal so, in dein Leben treten, wenn du sie dann noch brauchst. Manchmal ist das gar nicht so. Manchmal ist es so, dass man als Seele ist und man braucht gar nicht niemand anders, weil man einfach für sich selber lernen soll, die Aufgaben, die man halt hat, zu bewältigen. Was halt gefährlich ist, ist, wenn man eine Symbiose total eingeht und dann unmündig wird für sich selber. Wenn aber zwei Paare miteinander sich voll respektieren und wahrnehmen und sich sein lassen können in ihrer Liebe und jeder dann trotzdem noch seine eigenen Freiheiten hat, dann ist es wunderbar, aber sehr schwierig zu erreichen. Das ist die große Kunst, ne? Also gerade viele Frauen geben sich ja auch gerne dann total auf, ne? Machen ja, und tun alles für den Mann und... Das darf nicht sein. Also man soll sich nicht verdrehen. So sein, wie man ist, und entweder mag der andere einen und nimmt einen an oder er lässt es. Die Rolle der Frau ist ja noch nicht so lange so modern, ne? Als ich ganz klein war, da waren meine Eltern geschieden und da war ich eine Exotin, ja? Die hat mich angeguckt, als ob ich eine Außerirdische bin in der Schule. Das gab es damals nicht. Heute ist ja völlig normal, die Hälfte der Klasse geschiedene Eltern. Ja. Haben Männer die neue Frauenrolle, auch dass eine Frau ganz normal berufstätig ist, ja, haben die das schon alle so angenommen? Begegnen die neuen Männer heute den Frauen auf Augenhöhe? Jein. Ich weiß von einigen Männern, die das tun. Mein jetziger Mann tut das auch. Mein Mann davor hatte da einige Probleme, weil nun bin ich auch selbstständig. Ich bin Sängerin und Traurednerin, Videoproduzentin. Ich habe halt sehr viel um die Ohren und es ist halt schwierig, dann festzustellen, Mensch, die macht beruflich ja so viel, kann ich denn da jetzt mit umgehen? Und ich habe keine Zeit für mich. Ja, genau. Was ich festgestellt habe, ist, dass wenn die Paare, die sich finden und sagen, wir sind ebenbürtig, die lassen dann auch die Frau in ihrem Beruf sich entwickeln. Okay, Mensch, Manette, heute bei mir zu Gast Arminiana Cortes, freie Rednerin und Sängerin für Hochzeiten aus Weihe.